Es ist der 24.12. Heiligabend und ich bin gerade auf dem Weg zu meiner Family, um mit ihnen Weihnachten zu verbringen. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal 300 Kilometer hinter uns bringen, deswegen Roadtrip! So, nun sind wir endlich da in Trossingen, 17.000 Seelen stark, in den tiefsten Tiefen des baden-württembergischen Hinterlands, irgendwo grob zwischen dem Bodensee und Stuttgart, direkt an der Grenze zwischen Baden und Schwaben, also dialektisches Kriegsgebiet quasi. Spannend zu wissen ist ja, Trossingen ist eine weltbekannte Musikstadt. Das heißt, wenn man in Europa Musik studieren will, geht man entweder nach Wien oder nach Trossingen. Wobei ich mich dann frage, wenn ich die Wahl habe, wieso dann nach Trossingen gehen? So, hier sind wir. Auto abstellen. Puh, lange Fahrt. In Trossingen sitzt oder saß auch die Firma Hohner, die in großem Stil Akkordeons und Mundharmonikas hergestellt hat. Und als Anfang der 90er der Film Free Willy ins Kino gekommen ist, der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch, ist bei uns in Trossingen der absolute Lokalpatriotismus ausgebrochen, weil der kleine Junge auf einer Hohner Mundharmonika gespielt hat, um seinen Wal zu rufen. Tja, vergesst doch den Sindelfingener Regieexport Roland Emmerich. Hohner Mundharmonikas, das ist der real shit. Hier auf dieser kleinen Wendeplatte direkt vor meinem einstigen Kindergarten haben wir als Kinder immer Hockey gespielt, was regelmäßig zu einem Kleinkrieg mit unserem Nachbarn geführt hat, wegen seiner ach so heiligen Hecke und auch mit dem Hausmeister dieses Hochhauses, weil wir immer mit Inlineskates auf die Wiese gelatscht sind, um den Hockeypuck zu holen. Ja, das ist kleinstädtisches Spießbürgertum in seiner reinsten Form. So, angekommen in der Casa del Maciejewski. Jetzt klingeln wir einfach mal. Das Lustige ist ja, meine Eltern wissen gar nicht, dass ich ihnen jetzt gleich die Kamera ins Gesicht halte. Hallo? 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 Ha. Vorstellen, meine Mutter. Servus. Hi. Ja, und hier im Wohnzimmer, wo schon alles festlich dekoriert ist, finde ich garantiert meinen Vater in seiner Musikecke, da wo ich musikalisch erzogen worden bin. Servus, Baba. Hallo, Daniel. Und hier sind auch unsere beiden Nymphensittiche, Bonnie und Clyde, die sehr komisch drauf sind, weil sie entweder wie angewurzelt stehen bleiben, wenn man ihnen zu nahe kommt, oder einen anfauchen, als ob sie einen gleich auffressen wollen. Hier in der Küche habe ich meine Leidenschaft fürs Kochen entdeckt, was damit angefangen hat, dass ich erstmal alles an Instant-Zeug entfernt habe, was meine Mutter so damals zum Kochen hergenommen hat und ich ihr beigebracht habe, frisch und so, ist doch viel leckerer und macht auch viel mehr Spaß. So, wenn man in den ersten Stock und dann nach rechts geht, geht's in mein einstiges Kinderzimmer, das nach meinem Auszug erst von meiner Schwester in Beschlag genommen worden ist und jetzt mittlerweile so als Mix aus Arbeitszimmer und Gästezimmer dient. Das ist mein altes Bett und da kommen jetzt auch meine beiden Kuschelkissen hin, die jedes Mal überall hin müssen, wo ich bin, sonst kann ich nicht schlafen. So, angekommen, ausgepackt und die Geschenke hier unter dem Weihnachtsbaum versteckt. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und eine besinnliche Zeit mit eurer Familie, mit Freunden oder mit auch jedem anderen, der euch lieb und teuer ist. Genießt die Zeit, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, wobei eigentlich schon an Silvester, denn am nächsten Mittwoch geht das nächste Dad's Life Koch Video online und zwar mit einem Gericht, das geradezu perfekt für Silvester geeignet ist. Also, wir sehen uns bis dann. Viel Spaß, schöne Feiertage, bis demnächst. Ciao.